Dann gehen wir eine Ente. Also ich erzähle immer, dass dieses, also nicht nur ich, es gibt ein paar andere auch, die klar machen wollen, dass das Kniegelenk nur ein Scharnier ist, vorwärts, rückwärts. Ja? Alle anderen Freiheitsgrade sind da, auf das es nicht gleich kaputt geht. Das sind Zusatzfeature. Es ist also nicht, dass wir irgendwie ganz besonders Knie, also ihr kennt diese Übung, ne? Wir machen die nicht, weil die ist übelst für die Knie. Es kann sein, dass man das zum Skifahren braucht oder was, ich weiß es nicht. Hier auf der Wiese brauchen wir es definitiv nicht. Es ist schlecht für die Knie. Definitiv. Deswegen, also alleine, ist, das sollte aber auch ergonomisch einsehbar sein, also sich selbst erklären, ist, dass wenn ich in einem Bein stehe und erstmal feststelle, wo habe ich Schwerpunkte, sind wohl mehr so hier oben, der Kopf gehört dazu, der Oberkörper generell, dann habe ich die Hüfte, Knie, Fußgelenk, Fußsohle, ja. Und versuchen hier auch in einem Bein quasi rauszufinden, wie kann ich hier mich im Gleichgewicht bewegen, weil es ist ja nicht statisch, aber so, dass ich merke, ich belaste so wenig wie möglich meinen Körper, ja, dass der von selber sich so trägt. Das ist eine Aufteilung zwischen Knochen und Knochenknorpel, Sehnen, Muskel. Also es ist nicht nur in den Knochen, wenn ihr das Knie nach hinten so einrasten lasst, dann habt ihr quasi komplett alles in den Knochen drin, das ist auch garantiert wieder nicht gut fürs Knie. Also wir stehen jetzt im rechten Bein, Hacken vom linken ist hochgehoben, man kann sich ein bisschen unterstützen hier. Und dann gibt es zwei Varianten. Die meisten fangen eben an, indem sie einen Schritt machen und das Knie belastet drehen. Das ist das, wovon ich rede, was das Knie kaputt macht über die Zeit. Ja. Also ich mache das einmal, macht es selber auch mal, wenn ihr das könnt. Ja, also wenn ihr wisst, ihr habt noch keine Vorbelastung und ihr könnt das eigentlich machen, dann macht es mal falsch und fühlt das Knie, was da passiert. Ja. Also wenn ihr wirklich jetzt mit Gewicht die Hüfte schon dreht in die Richtung, wo ihr hingehen wollt. Ja, fühlt das Knie. Ich mache es nicht nochmal. Ja, also mit Belastung in einem Bein die Hüfte drehen. Fühlt das Knie. Wie fühlt sich das an? Und dann, so wie wir eigentlich gehen wollen, was wir einüben, ist, Hüfte ist in Richtung der Fußspitze des belasteten Beins ausgerichtet. Ich öffne das andere Bein im Hüftgelenk. Also ich bin immer noch nach vorne ausgerichtet und setze meinen Fuß leicht schräg zu meiner Gehrichtung. Deswegen gehen wie eine Ente. Ja, achtet mal drauf, wie die gehen. Also die tragen ihren großen Körper auf den dünnen Beinchen mit den großen Füßen, immer so links, rechts bewegend hin und her. Ich habe das noch nie gehört, ich nenne das einfach so, weil es ist wirklich die einfachste und beste Variante, um das Gehen für die Tai Chi Form zu lernen, aber es ist mit dem Chi Tragen, was wir gleich im Anschluss noch machen,
zusammen schon eine wunderbare Qigong-Übung, die man echt lange machen kann. Also 15, 20, halbe Stunde. Ja. Also, jetzt, ich mache das seitlich. Wir gehen in die Richtung, also ne, mit diesen jeweils immer leicht versetzten, ausgestellten Füßen in Bezug zur G-Richtung. Ja. Erst den in der Hüfte öffnen. Hüfte ist immer noch nach da ausgerichtet, solange, also in Standbein, Fußspitzenrichtung ausgerichtet, solange eben Gewicht drin ist. Und wenn ich jetzt mein Gewicht ins neue Standbein verlagere, dann dreht eigentlich automatisch die Hüfte schon dahin. Ist dann schon fast ausgerichtet, wenn ich jetzt mit dem meisten Gewicht im neuen linken Standbein bin, kann ich auch kurz eine Pause machen und spüren, bin ich Kopf, Oberkörper, Hüfte, ist die untere Hüfte nach vorne, Knie ein bisschen eingefedert und so, wie fühlt sich die Fußsohle an, weil hier die Wiese ist uneben, das ist gut, ja, gerade dafür. Und wenn ich dann sage, ich bin angekommen, kann ich das andere Bein nachkommen lassen und wieder in der Hüfte öffnen und den Schritt machen und dann das Gewicht heben nach da und dann Ja. Ist aber um 14 Uhr ist aber für alle Leute offen. Also es ist in einem Monat heißt das auch Sport im Park. Ist also für alle zu mitmachen. Gerne. Tschüss. Wir waren beim Gehen. Öffnen. Und dann mit dem Gewicht ankommen und auf also jetzt zum Beispiel bin ich hier auf einem sehr unebenen Huckel, dann muss ich mich mehr dran gewöhnen, wie fühlt sich meine Fußsohle an, ist mein Knie gut ausgerichtet, meine untere Hüfte, mein Oberkörper, auch kann ich frei atmen und dann komme ich komplett in dem Standbein an. Den Schritt. Und ich mache das, dieses Gehen ohne Armbewegung, erstmal so lange, bis ich merke, dass das innere Lächeln entsteht. Also so lange, bis ich merke, das läuft jetzt so gut, wie es heute laufen kann. Aber auch ohne was zu forcieren. Also ich merke das dann. Aber ich brauche das. Also das ist selbst dieses langsame Bewegen ist schon eine Aufwärmung. Ja? Also der Körper gewöhnt sich dann daran, aufmerksamer zu gehen. Ergonomischer. Ja? Das ist ein Nebeneffekt. Ja? Gibt sogar viele kleinere Bewegungsmuster, die man hier dran dann langsam anpasst, automatisch oder manchmal auch mit Überlegung. Ja. Also wenn ich zum Beispiel den Schritt machen will und verkehrt rum mit der Hüfte bin, untere Hüfte nach hinten, Entenpo, brauchen wir jetzt nicht, ne? Dann werde ich instabil, dann wird auch der Schritt wieder ganz schlimm. Außerdem tut mir mein unterer Rücken weh. Also deswegen ist dieses komische Flitzebogenartige, ich mach das mal von der Seite, dieses komische Lucky Luke-artige Stehen mit der unteren Hüfte nach vorne, ergonomisch schon richtig. Und man merkt das auch, das wird lockerer. Das ist bloß so, wie wir niemals stehen und gehen. Der nächste Schritt wäre das Gehen, also wenn das einigermaßen fließt mit Lächeln, dann kann man diese Gewichtsverlagerung ein bisschen mit einer Handbewegung unterstützen. Ja? Also hier wie Eigengewicht in einer Schale tragen,
zum neuen Standbein heben, hier abgeben und mit dem Sammeln das hintere Bein rankommen lassen. Ja. Den Schritt, Gewichtsverlagerung mit Hüftdrehung, abgeben. In diesem Abgeben ist auch diese Ausrichtung. Dann wieder einsammeln, einen Schritt, und einsammeln. Und das kann man wirklich schon 15, 20 Minuten, eine halbe Stunde machen und wirklich die ganze Zeit sich wieder sammeln bei diesem Qi tragen wie eine Ente. Und das Lächeln eben entstehen lassen und die Entspannung durch den ganzen Körper langsam immer mehr entstehen lassen. Ist alles so fluffig, die Ausdrucksweise ist aber so. Wir sammeln schon ein, weil ich keine Ahnung habe, wie spät es ist. Hey! Hallo Swiss A. Kostenlos und nicht umsonst. Ja. Ich meine, die Leute dürfen mich auch gerne fördern, aber das steht wirklich nicht im Vordergrund. Im Vordergrund steht wirklich meine Freude, wenn ich merke, dass andere Leute ihr inneres Lächeln entdecken und aufbauen. Es wäre natürlich schön, wenn das Leben einen dann auch wirklich dafür finanziell belohnt, aber es ist nicht so. Also ein bisschen kriege ich. Also ein bisschen gibt es Ehrenamtsbezahlung in den Sommermonaten. Das finde ich schon gut. Aber das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, authentisch zu bleiben und diese Körper-Geist-Harmonisierung zu vermitteln. Aber Swiss A, ich glaube, soweit du gesagt hast, hast du auch Erfahrung vom Meditieren. Und das finde ich, ist ziemlich wichtig. Also, das umgeht man im Yoga gerne. Dann macht man zum Schluss noch so 5 Minuten Shavasana oder so, damit das wenigstens nochmal vorkommt. Aber im Sommer, ich habe das sogar, letztes Jahr waren es 20 Minuten. Wir werden das dieses Jahr mit 30 Minuten rumsitzen machen. Vielleicht mache ich sogar so ein bisschen Einführung auf der Wiese. Mal schauen, wie das geht. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Okay. Back to the still. Yes. Und Freundlichkeit, wie immer.